dreiviertel sechs in der Früh, das ist Zeltaufbau am Arbeitssee, zu unseren heutigen Königsfischen. Ja, das ist gut, der Federmeter, aber das ist gut. Sei ehrlich, der Bettzipfi wird die nicht auslassen haben. Vielleicht der Geist. Nein, hör da ab, wir trinken doch nichts. Die Jungen muss nehmen. Freilich trinkst du einmal nicht. Ja, Prost, ich darf nicht. Wenn ich da bei jedem mittrinken dann kann man die bloß noch halber drüber. Zum Wohl daher. Alle zum Verein, Herr zweiter Vorstand. Aha, hat die noch nicht beim Verein? Nein. Die zwei nicht. Die zwei sind schon beim Verein. Die zwei. Aber die zwei möchten dazugehen. Merci, Prost, also. Na, also, Prost. Warum machst du auch hier da? Ja, du, ich bin ja froh, den habe ich geschenkt. Gehört. Geri, so weiter. Was, dass die Ski ist, Geri, wenn er heute am Musel saugt. Der hat ja 20 Liter Wasser gebracht. Hat. Prost auf unser Wohldringer mal. Ja, auf alle Wohl. Ja. Bist du froh, der Weise auch schon verdunst? Das ist das Frühstück, so wie ich meine. Kriegen wir CD von dir, Eddie. Danke dir, Charlie. Ja, du dir. Nein, nein, oh, danke, Charlie. Du meinst, dass die Ski ist, wie die alten Männer zu saufen? Ja. Eddie, Prost. Prost. Dein Gesundheit. Prost. Ah, Toni ist auch da, unser Chef. Jetzt ist es Licht schon ein bisschen besser. Zuerst war es ein bisschen besser. Ja, bist du allein?
Genau. Schmeiß das, da komme ich hier zum Fischen. Das ist doch wurscht. Oh, das sind wir das Fischen ist doch neben so alt wieder. Ja, das ist doch wurscht. Sag mal rein. Die Würst sind schon fertig. Weißwürst, Äppelzimmer, Wiener. Aber weißt du, wo alles so. Kriegt er 13. Nur du und ich. Prost, Prost! Sonnenanbeter! Klärend ist klärend geübt. Der hängt fest. Der hängt fest. Das hast du fein gemacht! So ein kleines Geisel. Jetzt ist er voll dreck, musst du es erst abbauen, deine Hosen. Das sind die richtigen Fische, die haben mal geduscht. Jetzt kannst du mit mir prosten, gell? Ja, vorher nicht. Stolz da hinten hin, da sieht man sich, dass es leer ist. Wie ist denn wir? Nicht so gut wie mir. Bei ihr geht's was trinken und irgendwas arbeiten. Geschossen oder was?
Bedanken möchte ich mich auch beim Gerhard und beim Toni, die die geräuerten Fische von Moosburg geholt haben und bei der Verteilung behilflich sind. Des Weiteren möchte ich mich beim Edi bedanken, der sich geopfert hat und heute nicht gefischt hat und einen schönen Film von den Königfischen dreht. Bedanken möchte ich mich beim Kinzerrolf, der die Zelte transportiert hat und auch wieder zurückbringt. Bedanken möchte ich mich beim Zeidlerbäder, der die Tische und Bänke transportiert hat und wieder zurück nach Schaff. Bedanken möchte ich mich bei den vielen Kuchenspendern, Spendern und Spenderinnen. Einen Dank an die Ökelchrister, die die Kaffeesgeschirr vorher und nachher spülen muss. Auch einen Dank an denen, die beim Aufbau und Abbau helfen. Jetzt möchte ich noch was sagen. Wir haben jetzt, wir möchten da hier unten am 12.09. 12 Uhr unser Sommerfest halten. Ich hoffe, ihr seid einverstanden. Das Herbstfest. Ja, Herbstfest, das Sommerfest. Es gibt Steckerlfisch und Brezen für 5 Euro. Es gibt Rollbraten, den unser Vorstand fertigt, mit Kartoffelsalat für 5 Euro. Der Lindner Walter wird den Sand für die Fische mit Vitamin B besorgen. Walter, vielen Dank. In der Juni-Versammlung sollen sich die Teilnehmer des Sommerfestes beim
Kollegen Zeitler-Bädler eintragen lassen und auch gleich bezahlen. Weil wir können nicht 80 Fische einkaufen und dann können wir bloß 30. Und gleich zahlen, also 5 Euro ist ja wirklich kein Geld. Und der Vorstand hat gesagt, wir verlangen für jedes Essen bloß 5 Euro. Naja, gut, die 5 Euro kannst du sagen. Du, es haben sich schon manche gemeldet, so wie der Jahr hast, und dann Spende haben wir auch schon gekriegt bei der letzten Versammlung. Und der Jahr hat auch gesagt, der haut einen 50er rein. Und dann wäre vielleicht das Bier auch noch einmal schon sein. Also bravo! Der Jahr hat doch gesagt, Fuß mit der Bier. Nee, und wenn der Guter das auch noch stiften hat, bringen wir doch das Bier auch noch zusammen. Also ich hoffe schon. Und jetzt möchte ich eigentlich sagen, also es ist, glaube ich, schon ein gelungenes Fest gewesen. Und wenn heute einer nichts gefangen hat, er kriegt da für 7 Euro schon Kreide die Verein. Für 5 Euro eine frische Luft. Für 5 Euro einen Biergarten. Und für 5 Euro eine Unterhaltung. Also das muss für 5 Euro drin sein. Bitteschön. Und kommt nächstes Jahr wieder. Und nun möchte ich bloß noch sagen, also danke fürs Kommen. Ich bin auch vom German mehrere Male dezent darauf hingewiesen worden, dass ich also unsere Damen und Mädels nicht zu begrüßen vergesse. Ich habe mir gesagt, ich soll sagen, liebe Fischer, Kameradinnen und Kameraden. Ich sage, liebe Vereinsmitglieder, ich weiß nicht, ob man Mitgliederinnen sagt, also ich habe jedenfalls unsere Damen nicht vergessen. Jetzt möchte ich dem German auch ganz herzlich Dank sagen für das, dass er so schön gesprochen hat nach der Schrift. Ich sage auch alle Dankeschön, die mitgeholfen haben, dass wir das heute so gebracht haben. Es freut mich, dass ihr alle gekommen seid. Die, die nicht gekommen sind, sind selber schuld, dass sie keinen schönen Tag haben. Wir machen anschließend die Preisverteilung. Ich glaube, der Peter braucht noch 2-3 Minuten. Machen wir eine kurze Pause und wir machen dann gleich weiter. Unser Fischerkönig vom letzten Jahr, ein Peter Wechsler. Schaut es nochmal an, in voller Pracht mit der Kette. Jetzt muss er es dann abgeben. Ein paar Zahlen, die mir der Veranstaltungswart aufgeschrieben hat. Es waren 68 Teilnehmer. Beim Königsfischen, davon 4 Jugendliche, davon 3 Gäste. Gefangen worden sind 63 Fische, insgesamt mit 25,75 Kilo. Das waren alles Regenbogenforellen. Fischerkönig ist worden heuer mit einer Regenbogenforelle von 680 Gramm, der Brunhofer Herbert. Herbert, kommst du. Und ein kleines Präsent, das ist ein Spinnruten mit Rolle und einen Pokal. Danke. Ja, schon, der Lügenkönig. Ja, mein Gott. Das ist Verpackung. Da bin ich. Ich bin ein bisschen schlecht. Ich bin hier. Da hätte ich nichts gewonnen. Danke. Der kann es leicht tragen. Ja. Ist schwer. Das ist jetzt der richtige Umfang da für die Ketten, gell? Jetzt ist es zu. So. Den zweiten Platz hat gemacht Werner Wind mit einer Regenbogenverleide von 620 Gramm. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Leider keine Kette, du hast den Preis. Gratuliere. Mein Schnupftabakspender immer. Der Stürzer Sepp. Mit einer Regenbogenforelle von 85 Gramm. Er kriegt auch einen Preis. Eine Rolle mit Spinnersortiment. Herzlichen Glückwunsch! Rolle mit Spinnersortiment. Dann haben wir unsere Jugend, der Thomas Bösel, mit einer Regenbogenforelle von 600 Gramm. Herzlichen Glückwunsch und ihr kriegt natürlich auch ein Geschenk. Eine Reisespinnrute mit Rolle und einen Pokal. Das ist verpackt. Ist die Rute so viel? Das ist zu der Rolle natürlich verpackt.
Ein Pokal noch. Kommt ja die alles drum. Da haben wir den zweiten Platz der Jugend. Das ist der Simon Bernhard. Mit einem Regenbogenverein von 500 Gramm. Bravo Simon! Lass dir gratulieren. Sauber. Und einen Preis kriegt er, eine Spinntasche mit einem Spinnersortiment. Und dann haben wir einen dritten Platz der Jugend. Das ist sein Bruder, das ist der Marc Bernhard. Mit einem Regenbogenverein von 480 Gramm. Lass dir gratulieren. Und du kriegst selbstverständlich auch einen Preis. Einen elektrischen Bissanzeiger und ein Spinnersortiment. Super. Bravo. Bravo. Wir haben aus der Familie Bernhard noch ein Mitglied. Ein Martin. Der ist jetzt auf der Liste nirgends, aber schau halt deine Buben ein bisschen beim Fischen zu. Vielleicht können sie da was zeigen. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und nochmal herzlichen Dank für das, dass ihr alle gekommen seid und ich hoffe, dass jedem gefallen hat. Wenn einem was nicht gefallen hat, dann soll ich es mal ein bisschen sagen. Nicht daheim schimpfen bei der Frau, sondern mir sagen. Dankeschön, für euch. Du, so einen hast du noch nie gesehen mit Hagelstecker schon hin. Das war nicht so drauf geht bei mir, da war ich hinten, dann wollte ich... Der hinten?